Melissa Gilbert, Alison Arngrim und Rachel Lindsay Greenbush waren noch Kinder, als sie mit Unsere kleine Farm zu Serienstars wurden. An die Arbeit an dem berühmten Set erinnern sie sich aber bis heute. Im Rahmen der Veröffentlichung einer Dokumentation über die Autorin der Bücher plaudern sie alte Geschichten von den Dreharbeiten aus. In der Unsere kleine Farmfamilie aufzuwachsen hat alles andere übertroffen, was ich hätte tun können, resümiert Melissa Gilbert, die Darstellerin von Laura Ingalls. Sie und ihre beiden Kolleginnen Alison Arngrim und Rachel Lindsay Greenbush alias Nellie Olson und Carrie Ingalls gaben vor der Veröffentlichung der Doku American Masters Laura Ingalls Wilder der Zeitschrift Closer ein Interview. An einem Drehort der Serie, der Big Sky Ranch in Kalifornien, fühlten sich die Kinder pudelwohl. Wir hatten Wägen, mit denen wir fahren konnten. Es gab Pferde, Rinder, Hühner und andere Kinder zum Spielen, erinnert sich Melissa. Es war ein wirklich toller Ort, um als professionelles Kind aufzuwachsen. Alison stimmt ihrer alten Kollegin zu. Wir hatten immer Pyjama-Partys und haben verrückte Dinge gemacht. Wir gingen gerne in die Öffentlichkeit und wurden erkannt und die Leute sind ausgeflippt. Rachel erzählt zudem, dass am Set alle füreinander da waren. So habe Melissa den jüngeren Kindern gerne aus Büchern vorgelesen. Man sieht in vielen Szenen, wie sie unsere Hände genommen hat. Sie war sehr wie eine ältere Schwester. Und Michael Landon war nicht nur ihre Vaterfigur und der Kopf der Hollywood-Familie, sondern auch jemand, der gute Laune verbreitete. Er lachte wie ein kleines Mädchen, gibt Alison zu. Man konnte ihn meilenweit hören. Die Kinder hatten viel Spaß daran, ihm Frösche zu bringen, die sie in einem Teich gefangen hatten. Er hat dann den Frosch in seinen Mund getan und ist zum Beispiel zu Mary gegangen, der Frau mit dem Drehbuch. Er hat diese großen Augen gemacht und den Frosch einfach rausspringen lassen.